Ein Lächeln ins Gesicht hat Anna Kreuzberg, unserer Reporterin, auch Folgendes. Ein türkiser, glasklarer Wasserfall im Allgäu, der aber aussieht wie aus einem vietnamesischen Urlaubsort. Es ist wirklich ein traumhafter Anblick. Anna Kreuzberg, unsere Kollegin, zeigt uns ja in dieser Woche, dass man gar nicht um die halbe Welt reisen muss, um das Gefühl zu haben, man sei im Paradies. Nee, denn Urlaub kann auch so nah so geil sein. Reporterin Anna Kreuzberg auf Entdeckungsreise. Sie zeigt, wie nah traumhafte Urlaubsziele sein können. Zum Beispiel dieser wunderschöne Anblick aus Vietnam. Ein Wasserfall-Badeparadies. Sowas gibt es nur im Ausland. Von wegen. Ein derart wundervolles Panorama existiert auch mitten in Deutschland. Genauer gesagt im bayerischen Allgäu. Die Buchenegger Wasserfälle. Um hier hinzukommen, muss man einen holprigen Weg zurücklegen. Na, Anna, bist du dafür gut ausgerüstet? Also man hört hier schon den Wasserfall, es ist aber wirklich sehr steil. Ich hätte auf jeden Fall nicht nur Flipflops anziehen sollen. Einige Stolperer später ist Anna endlich angekommen. Vor ihr eine atemberaubende Kulisse. Es könnte Vietnam sein hier oder Thailand. Es sind aber die Buchenegger Wasserfälle. Boah, gute 15 Grad werden es schon sein. Eieiei. Doch Anna traut sich und springt ins türkisgrün klare Wasser. Und Anna, genießt du die eiskalte Abkühlung? Oh, ist das kalt. Das ist wie in der Sauna, dieses Eisbecken, Anna. Wow, nur dass es hier ein schönerer Ausblick ist. Wahnsinn. Ja, und Anna traut sich sogar unter den Wasserfall. Ein Besuch in den Wasserfällen hier lohnt sich auf jeden Fall. Das Allgäu hat noch einiges mehr zu bieten, zum Beispiel Käse. Und den stellt unsere Reporterin heute selbst her. Im Hofgut Ratzenberg besucht Anna das Käseseminar von Meister Hermann Karg. Allgäu ist ja Käseland, Käseregion. Und wir wollen das jetzt mal probieren. Wir machen halt einen Weichkäse, ähnlich wie Feta. Nach einer kurzen Einweisung geht es ran an den Kessel. Es wird Milch erhitzt und gerührt. Damit daraus aber Käse wird, fehlt noch eine ganz wichtige Zutat. Jetzt können wir unseren Lab dazugeben. Und das Lab habe ich hier versteckt in diesem Glas. Ach, ich dachte, jetzt gibt es einen Schnaps. Was? Nein, das ist das verdünnte Lab, gelber Magenlab. Gut, dass ich da nicht getrunken habe. Jo, Anna, gut, dass du daran nicht genippt hast. Und dann ist er da, Annas großer Moment. Ihr erster selbstgemachter Käse ist fertig. Das Sat.1 Frühstücksfernsehen hat jetzt seinen eigenen Käse. Leckere Käsekurse, atemberaubende Wasserfälle. Im Allgäu gibt's einiges zu sehen. Und wer hier lebt, der will gar nicht mehr weg. Also wir im Allgäu, wir gehen im Sommer nicht irgendwo hin. Wenn wir Urlaub machen, bleiben wir zu Hause. Was kann man hier Schönes machen im Allgäu? Baden am Waldsee, nach Scheidegg fahren ins Alpenfreibad. Man hat hier super schöne Wasserfälle, Naturschutzgebiete. Wir fahren nicht weg. Wir haben den Bodensee, wir haben die Berge, schöne Motorradstrecken. Geschwindigkeit gibt's jetzt auch für Anna. Zack, so schnell kann's dann eben gehen beim Wasserskifahren mit Bergpanorama auf dem Allgäuer Inselsee. Begrüßt wird Anna von Mitarbeiter Chris Schmidt und einem talentierten 13-Jährigen. Das ist der Noah, unser Local Hero, der zeigt dir das heute mal. Okay. Noah Peters hat's auf Brett und Wasser voll drauf. Deshalb zeigt er Anna heute, wie es geht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Fernsehen sagen darf. Arsch runter und die Arme lang. Und das Wichtigste von allem ist, du musst feste Körperspannung haben. Okay, Anna, dann zeig doch mal, wie angespannt du sein kannst. Versuch Nummer 1. Ja, es folgt Versuch Nummer 2. Oh, dann aber läuft's für unsere Anna plötzlich. Ich bin ja leidenschaftliche Skifahrerin, das kommt mir hier gerade so ein bisschen zugute. Oh Gott! Oh mein Gott, ja, das ist wirklich wie ein Paradies auf Erden. Allgäu ist mega zu empfehlen! Sport, Action,
verstehe, warum alle hier nicht weg wollen. So nah kann eben auch so geil sein.